Ach komm schon. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Aber so? Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Ein Haarschnitt wäre auch nicht verkehrt. Keinem von uns. Aber wir haben nichts, womit wir ihm helfen können, ne? Gut. Ich glaube, wir bringen erstmal Boso sein Frühstück. Der hat ja so Hunger. Oh Gott, die Passite will doch keiner essen. Außer was Boso. Hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich habe Fieber. Meine Fummelblau. Wie Doc am Gelddonnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Mensch, wie praktisch. Wir haben sie sogar. Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. So, jetzt haben wir ein Handtuch. Hallo, wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wenn es um die Bettwäsche geht, es sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann... Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde dann gerne dinieren. Sie sind es gefällt. Haben Sie schon etwas von Menüplan? Sie haben den Menüplan noch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass es tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen, anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Kein Problem. Hierfür brauche ich lediglich meine Fund, meine herausragenden Social Skills im Umgang mit Fachpersonal. Wofür brauchen wir das denn alles noch? Leeres Glas. Ist da noch irgendwas drin? Dieser Druck. Was, wenn ich versage? Und die Welt doch untergehen wird. Ich bin der Größte. Oh Mann. Endlich müsste auch mal an die Waschmaschine. Um, komm, Kumbanei.
Verdammt. Also hier kommen wir immer noch nicht weiter. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen eigentlich den Hellseher, wenn ich das richtig sehe, irgendwie... Ich bleibe lieber. Haben wir denn hier eine Tasche? Solche Taschen sind doch... Echte Profis tragen ihr Gedöns. Ich denke, hier können wir noch nicht weitermachen. Uns fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt uns. Na was? Dreckige Wäsche zu waschen. Das haben wir alle, mein Junge. Aber deine Sekte blockiert die Wäscherei. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Kann ich nochmal? Ja. Keinem von uns. Irgendwie müssen wir die Haare von dem trocken kriegen, nur wie? Müsste eigentlich das Bettlaken mal haben, ne? LOL! Wo ist der Geist hin? Ah, ich bin... Es ist ein Spannbettlaken. Jetzt können wir durchs Loch gucken, oder? Aber wo ist jetzt der Geist hin? Ich habe dreckige Wäsche. Aber dein Geduld, das Rick. Es ist ein Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Jetzt ist nur noch Bo, die passt mir nicht. Aber die Farbe steht. Oberflächlich betrachtet unterscheidet Experte jedoch, erkennt Abweichungen in den Symbolen offenbar ein. Das ist, ich verstehe es nicht. So, bei Klitis können wir auch nicht rein. Hallo, ist da draußen? Es ist ein Außergrund. Es ist ein Außergrund. Schön dafür. So ist kein Rang. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen, sofern dieser Saunaclub da mich leckt. Kriegen wir den Saunaclub denn jetzt hier ab? Ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Nein. Verdammt. Nichts da. Ich brauche den Dritt. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ich sagte, ist ja schon gut. Du. Zum tausendsten Mal, Rufus. Du bekommst deinen Flummi erst zurück, wenn du mir verrätst, wie die Puddingreste in meinen Teilchenbeschleuniger gekommen sind. Erstens war das gar kein Pudding. Zweitens. Wie kommt das Kalibrieren voran? Es käme schneller voran, wenn du... ein Plasma-Austausch-Fluppe die Wupp-Mammut-Fellrelais besorgen würdest, nicht wahr? Genau. Was würdet ihr nur ohne mich machen?
Glitches steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise Treti, leise Treto. Dem heftigen Leisetritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst! Ihr wollt doch nicht, dass Cletus euch hört, oder? Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profimission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. Ich rette dich. Und dann? Mit der Sprechanlage und in den Zimmern ist auch noch irgendwie komisch, ne? Bin da noch ein bisschen am... Nee, noch meine Hand riecht jetzt... Nee, Moment. Das sind meine Füße. So viel Zeit muss sein. Wollen wir tauschen? Fisch gegen... Gut. Also irgendwas hat das doch noch mit dem Aufseher auf sich. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ah, Läuse. Können wir da was machen? Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Das ist so gemein. Noch mal... Ja, das ist eine Sache, die wir... Was treibt? Ich mach mich fertig. Die Welt geht ja nicht alle Tag. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Ich... Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt haben wir einen Badeanzug. Können wir jetzt... Kumbaya, unser Anführer ist da. Petra, trulala. Genau, hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Victor, die Reliquien mit den 6 Insignien. Die was? Die Reliquien? Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien, solange sie keinen Knick kriegen. Und falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das Knick ein Relikt dazu. Was? Komm ich jetzt doch kein Referat oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Es ist ein Hauserdienst. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Wucka, wucka, wucka. Ja.
eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Wie viele Reliquien brauchen wir denn? Ja, und nun? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Du musst es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Peters Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 1, 2, 3. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Wähle die... Ich glaube, wir haben einen kleinen Fehler gemacht, oder? Oh nein, wir müssen die ganzen 6... Wähle die Reliquie! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein sauber Künstler wie Rufus weiß, wie man im Waschsalon so richtig auf die Trommel haut. Die Symbole auf den Pflegehinweisenschildern informieren zudem, in welcher Maschine die Kleidungsstücke gehalten haben. Da sich zurzeit immer nur ein Wäschestück in einer Station befinden kann, lassen sich famose Kettenreaktionen verursachen, an deren Ende Rufus hoffentlich gleichzeitig ein fieses Kostüm an der Wäscheausgabe landet. Der macht halt im Schleuder, das ist drin. Dann in dem hier und dann einmal da. Der geht das volle 6 Programm durch, ist ein 2. Gucken wir mal. Kopfküsse müsste jetzt mal langsam kommen irgendwie, ne? Wähle die Reliquie. Wieso ist der Anzug jetzt erst in der Wäsche? Na? Ist nicht dein erstes Held? Okay, jetzt verstehe ich das so ein bisschen. Okay, Moment. Hm.
kannst du jetzt nicht mehr abbrechen. Das ist gerade ein bisschen schade. So, hier ist Rufus. Hier ist ein Zweiter. Wähle! Ob das so passt, ich weiß ja nicht. So, der ist jetzt im Waschgang. Und muss dann noch zum Bügeln. Sehe ich das richtig? Dann gucken wir mal. Ob wir das so richtig hinkriegen. Aha! Bitte, es ist vorbei. Die Waschung ist vollbracht, Kumbaya, mein Sohn. Gott sei Dank. Es folgt die rituelle Zahnoperation. Was?